Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Steffen ist doch und Felix Brummer auf der Couch in Karl-Marx-Stadt bei Steffen auf seinem Ledersofa. Kunstleder, nicht, dass Peter anruft und sagt, ihr seid scheiße. Bitte nicht canceln. Leute, schön, euch wieder zu hören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören die ja gar nicht. Das ja, ist so traurig. Ich spür's aber. Du spürst es. Ja. Sagt mal was. Ja, hab ich gehört. Ja. Ich hab's gespürt. Ja. Steffen, apropos spüren. Ich muss sagen, ich bin absolut reingesogen worden. Kennst du das? Du bist doch, pass auf, ich fange an das an. Steffen, Frage an dich. Ne? Mhm. Du bist doch jemand, der so... so Promis unter Palmen und sowas anguckt, ne? Also du hast doch so ein Herz für so Trash-TV, oder? Ich habe doch kein RTL Plus-Account, darf ich nicht. Aber bist du auch jemand, der so, guckst du auch so Promi-Serien an, guckst du auch sowas wie hier Kardashians an und so? Nee, das ist mir zu weit weg. Dann doch lieber einfach so deutscher Trash. Okay, also dir geht es quasi nicht um echte Prominente, sondern dir geht es um diese Prominenten, die quasi die dadurch nur prominent werden, dass sie quasi mal einer von diesen Sendungen waren und dann drehen die so einen Circle. Es gibt ja kein richtiges Pendant, sage ich mal. In Amerika funktioniert das ja wirklich und da machen das ja auch die krassen Promis, die machen ja dann solche Reality-Shows, die auch gut funktionieren. In Deutschland gibt es dann die Geissens oder sowas, ne? Mhm. Aber das finde ich mega nervig und dann haben es ja die Ochsenknechts ja probiert und es war es aber nicht, haben es leider auch nicht gelungen. War nicht gut. Unser also, Wilson Gonzalez? Ja, also Shoutout to Wilson, aber die Serie war nicht so gut. Stimmt, aber die hätte man jetzt am ehesten Potenzial zugetraut. Die sind dann doch einfach zu normal. Also ich glaube, man erwartet dann einfach, boah, dass da irgendwas Kurioses oder das sind ja ganz normale Menschen auch. Und dann filmen die sich dabei. Und das ist ja nicht so unterhaltsam. Also. Na, ich sag mal, für ein paar Millionen würden wir bestimmt vielleicht machen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Steffen. Ja, erzähl mal. Ich habe mich dafür nie interessiert. Ich finde es auch, ich habe so Leute in meinem privaten Umfeld, sage ich mal. Nee, nicht bedenklich. Ich fände es nur uninteressant. und immer unglaublich beeindruckend, wie viel Geld man für ganz, 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 ganz langweilige Häuser ausgeben kann, offensichtlich. Ich finde es wirklich bei diesen Kardashians beeindruckend, wie langweilig deren Buden aussehen. Aber das ist auch so ein Amerika-Ding. Das finde ich auch immer. Amerikaner haben einen komischen Geschmack, was Immobilien angeht. Irgendwie entweder weird, ne? Das ist so prunkvoll, dann so mit Marmor voll gehauen, aber dann trotzdem so die hässlichste Küche der Welt. Das sieht immer ganz ungemütlich aus und so ganz oder kalt. Ist so wie so ein Museum oder so. Ja. Ganz clean und so. Irgendwie, ja, das ist nur so eine Nebenbeobachtung von mir. Worauf ich eigentlich hinaus will, Steffen, jetzt zum dritten Mal, ist Folgendes. Ich habe jetzt meine Promi-Serie gefunden. Und zwar wurde sie mir zufällig, also quasi ohne dass ich es wollte, bin ich da reingesogen worden. Temptation und zwar, Island VIP. Und zwar ist es der Prozess von Johnny Depp und Amber Heard. Okay. Ich wollte es nicht, aber ich muss sagen, jetzt wo wir es aufzeichnen, ist gleich erstmal hier ein kleines vorangestellt, ich bin auf dem Stand, wo quasi aktuell hat noch nicht in dem Prozess offiziell Amber Heard ausgesagt, sondern nur Johnny Depp und verschiedene Witnesses. Haben ausgesagt. Aber ich muss sagen, holla lieber, das ist wirklich was, so, das ist so ein Promi-Leid, das finde ich schon wirklich beeindruckend. Mehrere Sachen sind mir da hängen geblieben, sag ich mal im Kopf. Erklär uns mal auf, weil ich bin jetzt auch nicht, ich habe es nur am Rande mitbekommen, so ein paar Memes und so. Ja. Das ist so meine Kenntnisstand, so die Memes. Ja, also es ist wirklich extrem memeable, ich verstehe auch nicht. Ist das denn normal, dass so ein Prozess völlig das gestreamt wird? Naja, auf YouTube? Es gibt in Amerika, in manchen Bundesstaaten sind Prozesse, müssen die öffentlich sein, weil es ja quasi, ja, weil das so ist. Deswegen werden viele öffentlich gemacht und die kannst du dann im Fernsehen auch verfolgen. Ja. Aber also, das fand ich, habe ich noch nie so mitbekommen. Ich meine, es gab ja schon öfter Prominente, die vor Gericht mussten, aber dass man auf YouTube wirklich sich live die Zeugenaussage von Johnny Depp da reinfahren kann. Also abgefahren. In Kalifornien ist es, glaube ich, so. Deswegen gibt es ja auch die so gute Dokus, so OG, dieser OG Simpson-Prozess. So, da wurde ja auch komplett alles gefilmt. Und, Na, weil natürlich, Johnny Depp ist, wie gesagt, Amber Heard war noch nicht im Zeugenstand, deswegen habe ich sie noch nicht gehört, ihre Perspektive, ihre
ihre Aussage. Aber Johnny Depp ist natürlich auch ein, er schauspielert halt auch offensichtlich in dem Zeugenstand. Ich denke mal das auch. Und spielt so halt die coolste Version von sich sozusagen. Aber trotzdem, selbst als der coole, als die coole Version, denkt man, man hört es zu und denkt so, ach du Scheiße, was für ein Horror. Also er sagt natürlich, er war nichts und alles war, nur sie war schuld und so. Aber trotzdem, man hört sich, entdeckt sich trotzdem so, ach du Kacke. Und also Gewalt, Drama, alles wirklich ganz, ganz dramatisch. Aber mit so ein paar Highlights auch noch. Ich will es nicht zu sensationslüstern klingen. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen reingesogen worden, aber auch, weil einem das einfach so auf YouTube, auf der Stadt einfach so vorgeschlagen wurde. Oder ist das so live? Also, oder beziehungsweise kann man komplett den Prozesstag dann so ein. Ja, ja, du kannst dich alles noch recappen und es gibt Zusammenfassungen, es gibt, wie gesagt, eine Milliarde Memes. Unter anderem. Folgende, ich bring dich einfach mal kurz, weil du weißt ja gar nichts davon, ne? Also, ich weiß, laut seiner nur Aussage. Ich habe nur was von Pupu im Bett gelesen. Ja, genau, laut seiner Aussage, damit wollte ich beginnen. Um mal so ein bisschen die Dimensionen der Dramatik da klar zu sagen. Also, Johnny Depp sagt aus, dass ihm, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sein Security hat ihm quasi ein Foto geschickt, hier, Johnny, ist dein Bett. Ich weiß nicht, ob er selber quasi die Bettdecke zur Seite gemacht hat und alle Kugeln, aber jedenfalls in seinem Bett lag Menschenscheiße. Mhm. Man weiß von vorigen Ausführungen von Amber Heard schon, dass sie sagt, es sind quasi die Hunde gewesen. Ja, kann ja sein auch. Johnny Depp sagt wiederum in diesem Prozess, er kennt diese Hunde, das sind ganz, ganz mini kleine Hunde und er hat schon auch oft die Kacke von diesen Hunden weggemacht. Er würde den Unterschied erkennen zwischen dieser Hundekacke von den kleinen Hunden und diesem großen Menschenhaufen, der in diesem Bett war. Also worauf er hinaus ist, er ist der festen Überzeugung, dass, also er sagt, er denkt, dass seine Ex von Amber Heard, um ihn zu ärgern, ihn zu seinem Bett gekackt hat. Aber wie relevant ist das denn für den Strafprozess? Ich glaube, es soll einfach gezeigt werden, ich glaube, grundsätzlich geht es in diesem Prozess darum, dass er sagt, sie hat ihn zu Unrecht quasi in das Licht eines Frauenschlägers gerückt. Sie hat wohl ihn nicht konkret genannt, aber sie hat wohl mal von häuslicher Gewalt berichtet, den Medien gegenüber. Und das hätte irgendwie seiner Karriere geschadet, sagt er. Stimmt, er wurde von der Boulevardzeitschrift betitelt als Wifebeater, genau. Und das musste dann rückgängig gemacht werden. Jetzt ist aber ein nächster Prozess. Genau, und es ist quasi eine gigantische Schlammschlacht. Und es geht natürlich immer um Deutungshoheit. Ne? Es geht darum quasi, und natürlich versucht er jetzt möglichst viele Geschichten zu erzählen, wo sie möglichst schlecht aussieht. Und unter anderem halt diese Geschichte. Dann gibt es aber noch eine weitere Geschichte. Und dazu habe ich auch mehrere Fragen. Und zwar es geht schon damit los, dass er zu einem Filmdreh ist von Fluch der Karibik Teil 5 und dort aber bei diesem Filmdreh in Australien nicht alleine ist, sondern selbstverständlich mit seinem Leibarzt und der Krankenschwester von seinem Leibarzt auch dort ist. Und Amber Heard. Ne? Okay. Und er quasi, ich denke mir schon, das ist ja schon an sich abgefahren, dass du quasi, er war offensichtlich irgendwie unter Drogen vorher hat einen Entzug durchgemacht und so, aber jedenfalls diese Promi-Level zu erreichen, dass du quasi mit einem Leibarzt, weißt du, das ist so Michael Jackson-Level, weißt du, wo du so Leute mit, Leibarzt, so, die mit ihrem eigenen Leibarzt, das ist, ich finde sowas, das erinnert mich immer an so Hitler an Könige aus dem Mittelalter, die so ihre Leibärzte hatten und so. Jedenfalls, Johnny Depp hat so mit seinem Leibarzt, war er halt in Australien und dieser Leibarzt kommt deswegen in diese Geschichte mit rein, weil Johnny Depp diesem Leibarzt schreibt oder ihn anruft oder so völlig panisch und sagt, die müssen jetzt kommen, weil die müssen alle gemeinsam seine Fingerkuppe suchen, die wohl ab ist und die er nicht mehr findet. Und dann suchen die wohl zusammen alle in diesem australischen Haus nach der Fingerkuppe von Johnny Depp. Wie ist die abgegangen? Laut seiner Aussage hat wohl da auch Amber Heard damit was zu tun. Und sie sagt aber, dass es irgendwie eine Tischtennisplatte war, wo er eingeklemmt wurde. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls alles so abgefahren und abstrus, diese ganze Geschichte, dass ich da wirklich hängen geblieben bin. Und ich muss sagen, also da finde ich diese ganzen Kardashian-Geschichten, die immer so am Rande von nahen Bezugspersonen von mir so erzählt werden. Ach, übrigens, da hat der Tristan Thompson, der hat dann die Chloe betrogen. Und da finde ich so, das ist doch nichts im Vergleich dazu, Alter. Das ist wirklich eine Serie, die zieht einen Schuh aus. Man hätte das aber von vornherein ja begleiten müssen, alles. Mit der Fingerkuppe und der Pupu.
müsste es jetzt halt oder nachverfilmen, meinst du? Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, also ich kann es jetzt schlecht sagen, ich will jetzt nicht zu sensationslüstern sein, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde darüber erzähle. Ja, wir sind ja nur Prozessbeobachter. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass ich quasi im Laufe dieser, bis die nächste Sendung ausgestrahlt wird von uns jetzt, dass sich da quasi entwickelt hat, dass es dann, dass er jetzt doch irgendwie doch ein Schläger ist oder so. Es ist wohl sogar so laut, also ich bin auch an dem Stand, wo es eher so wirkt, als ob es andersrum wäre. Angeblich, ja. Ne? Angeblich hätte sie quasi auch gesagt so, I didn't punch you, I just hit you. Und so, Johnny, you're such a baby. So, werd mal erwachsen, Bro. Ich hab dich nur gehauen, ich hab dich nicht geschlagen. So. Das ist so, Finger abgeschnitten. Und das gibt es auf irgendwelchen Aufnahmen und so. Mhm. Ach, Steffen, du merkst, ich bin hier richtig. Ich nehm dich richtig mit. Wenn wir erstmal einen Song spielen. Aber es ist natürlich ein laufender Prozess, wo wir ja als Journalistenkodex, muss man vorsichtig sein, ne? Wie man das deutet. Ja, genau. Aber das sind jetzt nur die Fakten. Ich meine, die nicht die Fakten, sondern das, was jetzt schon bekannt wird. Na, was auf YouTube gestreamt wird, Alter. Das ist einfach nur. Wir wollen mal nichts deuten. Die Geschworenen müssen jetzt am Ende entscheiden, wer dann nur ins Bett gekackt hat. Ja. Warten wir ab. Es klingt auf jeden Fall alles, also so viel kann man schon festhalten. Es klingt wirklich wie eine sehr, 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 sehr unschöne Beziehung. Ja, aber wenn das verfilmt würde, wer würde Johnny Depp spielen? Das ist eine sehr gute Frage, Steffen. Es klingt, weißt du, woran ich auch denken musste? Kennst du das, dass man so, wenn man mal mit so einem Pärchen mal in Urlaub war, die sich gestritten haben? Und ich habe mir so vorgestellt, gab es auch so Freunde und Freundinnen von denen, die mit denen so zusammen im Urlaub waren und das so beschrieben haben. Und Alter, diese Vorstellung, wenn du mit so einem Pärchen im Urlaub bist und wenn du halt mit diesem Pärchen im Urlaub bist, ach du Scheiße, was für ein Vollhorror. Ja, wieso? Du schreibst ein Buch und wirst reich damit in Amerika. Steffen, bei dir klingelt's. Ich würde sagen, wir spielen mal schnell einen Song. Ja. Hast du einen, der dir auf dem Herzen liegt? Also Johnny Depp hat ja auch so eine All-Star-Band mal gemacht mit, zum Beispiel, wer war da mit dabei? Fällt mir gerade nicht ein hier, wie heißt der? John Frusciante. Nee. Anthony Kiedis. Ja, das ist ein guter Freund von John Frusciante. Johnny Depp hat ja auch einen eigenen Club. Alex Cooper. Aha. Die Vampires, irgendwas hieß die Band. Mhm. Spielen wir jetzt aber nicht, weil ich glaube, es war nicht so gut. Und Johnny Depp war auf einem Auge fast blind. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden. denkt man kaum, ne? Aber es gibt natürlich andere tolle Musik und zum Beispiel, kennst du noch Young Lean? Ja, kenn ich, ja. Der immer dieses Kind, was mit den ganzen Rapstars abgehangen hat. Aha. Und sehr erfolgreich auch war, selber ja produziert hat, hat jetzt ein neues Album draußen und ein Song mit FKA Twix. Hey, Young Lean ist einer der Typ. Also ich würde sagen, einer der Begründer des Crap-Bap. Na, hier Cloud-Rap. Cloud-Rap wurde immer, also niemand weiß ja so richtig, was Cloud-Rap ist, aber viele Leute denken ja, dass Cloud-Rap sich auf die Musik bezieht, ne? Dass Cloud also quasi so wolkige Musik ist. Aber in Wirklichkeit bezieht sich Cloud-Rap auf den Anbieter Soundcloud. Also es ist quasi Musik gemeint, die einfach schnell auf Soundcloud hochgeballert wird. Deswegen, es gibt quasi, das ist kein Genrebegriff, war es nie. Und deswegen ist es so schwierig, da irgendwie Leute zu finden, denen man das zuordnen kann. Ja, ich fand, also die Fotos sehen halt immer nur lustig aus von ihm, wie er dann mit den Größten da... Super. Genau, mit Bliss heißt der Song, der erste Song zum neuen Album und der finde ich gut. Man denkt, der wäre ganz flockig, poppig, hat aber so ein paar Kanten, also ein paar, naja, hört es euch mal an. Viel Spaß. Felix, ich mache in letzter Zeit, habe ich hier so eine App, da hört man immer eine Sekunde von einem Song und muss erraten, was das ist. Okay. Also das gibt es jeden Tag immer einen neuen Song. Das und man trainierst muss du? Ja, und Philipp Gläsern und so, wir schicken uns das dann immer hin und her, wer besser ist. Und ich habe es heute noch nicht gemacht, wollen wir es zusammen machen? Kleines Musikquiz. Ja, was? Kannst du mir dabei helfen? Pass mal auf, ich drücke auf Play und da kommt die erste Sekunde von dem Song. Beyoncé. Beyoncé. Mit... Beyoncé. Nee, oder ist es Jennifer von dem Block? Ist es. Armste? Nee, warte mal. Nee, das ist Beyoncé, oder? Beyoncé, aber mit. Wir hören nochmal rein. Scheiße. Das ist doch Beyoncé, oder? Ey, wie wird. Ja. Jetzt bin ich richtig doof. Wie wird Beyoncé geschrieben? B-E-Y-O-N-C-E. Beyoncé. Beyoncé wird mir nicht vorgeschlagen. Das kann doch nicht sein. Ist es vielleicht doch was anderes? Mach mal hier Dings. Mach mal die Schauspielerin. J-Lo. Mach mal J-Lo.
Lopez. Ja? Nee, hat er auch nicht. Hä? Okay, das dauert zu lang. Hä, hey, crazy, okay. Steffen, mach mal noch den nächsten. Oder kannst es du nur... Es gibt nur einen pro Tag. Wirklich? Das ist voll gemein. Okay, dann lass mal auf. Na gut, wir skippen einmal durch. Das ist doch Beyoncé. Hier steht nicht mal, was es ist. Es ist ein fucking Instrumental. Das wäre doch fies. Aber das ist doch Beyoncé. Hä, aber also hier steht noch immer nicht, was das ist. Hä, aber das ist doch... Okay, Leute, wenn ihr es erraten habt, dann schickt uns das nochmal. Wir sind zu doof. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Beyoncé ist. Oder jemand, aber es wird nicht vorgeschlagen. Oder jemand, der so tut, als wäre Beyoncé. Kann ja auch sein, dass es so, dass sie Child ist oder so. Also weißt du, so was quasi Beyoncé ja... Ich abgespeichert habe als Beyoncé, aber hat sie gespielt vielleicht ist es vorher, bei Destiny's Child. Naja, schreibt es uns bei Instagram /Radio mit K unter einen Beitrag, den aktuellen. Drunter. Und zu gewinnen gibt es dann vielleicht was. Eine Reise zum Konzert von Destiny's Child nach Las Vegas zu ihrer... Nee, es gibt einfach nichts zu gewinnen. Nichts? Ja. Props gibt's. Es gibt richtige Props. Wir geben Props im nächsten Sinne. Like von uns. Steffen. Ich wollte eigentlich auch noch was erzählen. Wir hatten schon Johnny Depp. Ja, ich wollte, weißt du, was ich noch erzählen wollte? Oder ich wollte mit dir darüber reden, dass wir doch, also Elon Musk hat Twitter gekauft oder will das kaufen. Ich glaube, es ist abgesegnet, hat er gemacht. Ja. So darf er jetzt. Und ich habe dann wieder mich erinnert an eine Sendung, die wir vor sehr langer Zeit gemacht haben. Ich glaube, so im Zuge des Donald Trump-Banns von Twitter. Hm. Da haben wir schon mal darüber geredet, dass das einfach irgendwie irritierend ist. Und das ist mir jetzt in diesem Zuge auch wieder aufgefallen, die Leute sagen, ha, das darf doch nicht wahr sein, dass so ein Milliardär einfach irgendwie so eine wichtige Informationsinfrastruktur kaufen kann. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass wir damals ja schon drüber geredet haben, weil Fakt ist ja, das war ja vorher, gehörte das ja auch schon Milliardär, nur halt andere Milliardär. Mhm. So, das ist ja nicht der Punkt, dass es jetzt Elon Musk ist, finde ich so. Natürlich, der Typ ist halt irgendwie crazy, so, auf seine Art, keine Ahnung, aber irgendwie finde ich den jetzt nicht... crazier als irgendwelche anderen Milliardäre. Milliardäre sind immer so ein bisschen shady, finde ich. Ja. Für den Leute, die so ein gewisses Maß an Geld überschritten haben, die sind einfach irgendwie komisch. Naja, das war, ich weiß nicht, wie es genau war, aber es hat ja, war ja zu gewissen Anteilen verteilt. Also es gehört ja dann schon mehreren, dann hat es ja, ja aber, es, aber es gehört Aufsicht. Eben, aber worauf wir eigentlich hinaus wollten damals, war ja, sowas sollte eben gar niemand privat gehören. Genau. Sowas sollte wie, so wie quasi auch eine Autobahn oder eine Schiene von Chemnitz nach Berlin nicht jemand privat gehören soll, der einfach privat entscheiden darf, ach, der Steffen mit seiner Brille, das gefällt mir aber nicht, wenn der hier lang fährt, der möchte ich einfach nicht. Sondern sowas ist eigentlich, sollte eigentlich sowas eine Infrastruktur sein, sowas sollte eigentlich in Stiftungshand gehören. Weil wir haben damals darüber geredet, dass es quasi, es ging darum, ja, Donald Trump wurde gebannt von Twitter, ne? Was wir alle erstmal ja toll fanden, weil Donald Trump halt doof ist, aber grundsätzlich man sich dann so im Zuge dessen gefragt hat, naja, ist das so geil, wenn einfach eine private Firma einfach entscheiden darf, dass der Präsident der Vereinigten Staaten halt jetzt hier kein Forum mehr erhält, weil er hat sich halt nicht benommen. Also weißt du, also ganz grundsätzlich unabhängig davon, dass es Donald Trump betraf, sondern eigentlich, man fand es trotzdem irgendwie weird, dass es so viel Macht in der Hand von Privatleuten sind, wirtschaftliche Interessen in einem börsennotierten Unternehmen, was so einfach nach finanziellen, kapitalistischen Grundsätzen strukturiert ist und funktioniert. Und irgendwie ist es weird. Und da haben wir ja damals darüber geredet, wie das irgendwie, was wir uns da anders vorstellen könnten. Und am Ende des Tages hat man natürlich auch keine gute Idee dafür, weil in der Hand von einem Land, von einer Regierung will man es ja auch nicht haben. Man will ja auch nicht, dass irgendwie die Regierung entscheiden darf, wer da was sagt und wer nicht was sagt. Auch schwierig. Ja, und weißt du, was der ganzen Sache am Ende des Tages immer am nächsten kommt? Ist das der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Der sollte Twitter kaufen. Ja. ARD. Ja, wo wir alle quasi einen Beitrag bezahlen. Wo wir alle quasi sagen, okay, wir möchten für diese Infrastruktur, die uns bereitgestellt wird, möchten wir gerne was bezahlen, damit das nicht werbefinanziert nach irgendwelchen Werbelogik-Algorithmen funktionieren muss. Und nicht verkauft werden kann an irgendwelche privaten Hanseln. So. Ja, das stimmt.
Und da sollte man einfach, und weißt du, weil ja immer dieses Framing von irgendwelchen Faschos, die immer sagen, der Öffentlich-Rechtliche ist der Staatsfunk, weil das ist nämlich das, was man eigentlich bekämpfen muss, weil das einfach falsch ist, das ist einfach eine Lüge. Das ist ja genau der Witz am Öffentlich-Rechtlichen, dass es eben ja so strukturiert ist, dass eben nicht jetzt der Olaf Scholz sagen kann, so, bitte nur über die SPD ganz gut berichten, sondern wir bezahlen ja davon, deswegen ist ja auch keine Steuer, sondern deswegen ist ja ein Beitrag, wir bezahlen dafür, dass über die Leute, die uns regieren, dass über die kritisch berichtet werden kann, unabhängig von der politischen Lage aktuell. Und dieser Rundfunkbeirat und so, der ist ja zusammengesetzt aus auch Parteien, aber eben auch aus anderen gesellschaftlichen Gruppen. Ein Querschnitt der Gesellschaft sollte er eigentlich repräsentieren. Auch irgendwelche Kirchenvereine und irgendwie andere so. Und sowas, finde ich, müsste man auch für soziale Netzwerke etablieren. Das Problem ist beim Internet, dass es ja quasi auch so frei entstanden ist und einfach da natürlich irgendwie das System ja schon für freie Marktwirtschaft eigentlich war, dann hätte man also hätte gut, die Staaten von vornherein das ja entwickeln müssen. Ja, so. Genau, das ist halt so ein Grundfehler gewesen, ganz am Anfang schon. Aber das konnte ja keiner ahnen, was. Ja, aber vielleicht muss man das jetzt einfach irgendwann ändern wieder. So, ja. Also es gab bestimmt auch irgendwelche privaten Schienenbauunternehmen, die am Anfang gesagt haben, ja, das ist hier, gehört jetzt uns die Schiene, und dann muss halt einfach verstaatlicht werden. Ja. Oder verallgemeinschaftlicht. Es gibt ja immer wieder auch von Deutschland Versuche quasi, das ein bisschen zu kontrollieren, sag ich mal, mit irgendwelchen Gesetzen, die sich aber dann auch teilweise auch immer schwer umsetzen lassen, weil die Firmen ja irgendwo sonst wo sitzen in Amerika und müssen sich zwar dann hier an geltendes Recht halten, aber es ist natürlich, glaube ich, relativ schwer, dass. Ja, und basieren trotzdem alle immer auf so einer Werbelogik sozusagen trotzdem. Mhm. Also, naja, auch Instagram und Facebook und YouTube. Ja, ist nur so ein Gedanke, Elon, wenn du das hörst. Dass es eher in eine andere Richtung geht, dass irgendwann Staaten aufgelöst werden. Dass quasi Deutschland wird irgendwann von Amazon gekauft. Bekauft sich Deutschland Amazon oder sowas. Ich denke eher, es geht in so eine Richtung. Ja, okay. Du meinst quasi, ich bin der Idealist, aber realistisch kauft sich einfach irgendwann Jeff Bezos, um Elon Musk eins reinzuwirken. Kauft sich Elon Musk einfach. So ist es ja bei Elon Musk. Der hat ja dann quasi, Jeff Bezos, ja. Amerika war nicht mehr imstande, so ein Weltallprojekt zu finanzieren und hat es ja quasi in private Hand gegeben. Und die hatten die finanziellen Mittel. Somit konnte ja Elon Musk jetzt schickt ja die amerikanische Regierung, gibt ihm ja jetzt Geld, damit er Sachen ins All schickt, so quasi. Das ist ja jetzt auch alles privatisiert quasi. Ja, der nächste Schritt wäre dann vielleicht so ein Land. Ja, irgendwie so richtig fertig sind wir damit unseren Gedanken immer noch nicht, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein großes, zentrales Generationsproblem unserer Zeit aktuell. Ich glaube, das ist so kann es nicht auf Dauer weitergehen. Das wird immer mal wieder so. Klar, bei solchen Momenten, wenn so Schlaglicht drauf geworfen wird, dass einfach der reichste Mann der Welt sich einfach dann das wichtigste Kommunikationstool der Welt kauft. Also ja, man müsste das unterbinden, dass man so viel Macht durch Geld erlangen kann. Also ja, es müsste irgendwie eine Grenze geben. Weil wer braucht schon 100 Milliarden Euro? Wenn man sagt, jeder Mensch darf nur maximal 10 Milliarden haben. Ja, aber das ist natürlich irgendwie sehr schwer. Da bist du ja bei einem ganzen Gesellschaftssystem. Da musst du dann irgendwie. Ja, warum musst du irgendeine Alternative anbieten? Musst du dann sagen, müssen wir alle dem Kommunismus. So ein vereinfacht. Ja. Ihr merkt, Leute, wir werden hier unser Motto, ne? Radio mit K, reden sich um Kopf und Kragen, aber wissen nur sehr wenig. Nee, genau, also Gesellschaftssystem, Alternative zum Kapitalismus, bitte mal in die Druckos bei uns posten. Nee, Quatsch. Aber wie gesagt, mit dem, dass quasi. Weil das Fiese ist ja, die Internetkonzerne und so, die haben ja trotzdem so eine Art Infrastruktur, die nutzen, ne? Und eine Art von, die Gesellschaften, an denen die quasi verdienen, sozusagen, die sind ja trotzdem, die haben die ja nicht gebaut, sozusagen. Die partizipieren ja trotzdem, die sind ja trotzdem wie so Zecken, die sich so an so eine Gesellschaft so randocken. Die, weißt du, die haben ja nicht die Schulen gebaut und irgendwie, das ist ja einfach, irgendwie ist das. Ich bin noch nicht fertig mit dem Gedanken, aber irgendwie ist es einfach ungeil, dass man so das Gefühl hat, die sind jetzt so groß, dass man das nicht mehr ändern kann. Aber das kann es ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir uns so fügen, einfach, ja, unsere digitale Welt gehört einfach ein paar sehr reichen Menschen. Ja, ist halt so, weiß ich nicht, können wir irgendwie auch nicht daran ändern. Das geht ja irgendwie so nicht. Nee, schwierig. Mal gucken. Steffen, ich würde sagen, wir bleiben dran. Für euch da draußen. Im World Wide Web.
Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, Steffen, oder? Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Boah, jetzt hast du was, mein Kopf brennt schon. Ich habe gerade versucht, das gehört dem chinesischen Staat. Guck mal, da ist es ja fast schon so, ne? TikTok gehört ja schon einer Regierung. Gehört nicht der Regierung, aber der Konzern Tencent, dem TikTok gehört, der hat sich verpflichtet, quasi der chinesischen Partei großen Einfluss zu gewähren. Das ist natürlich dann auch schwierig, ne? Wenn kommt dann immer drauf an, ja, was ist für ein irgendwie Regierungsmodell auch nicht geil. Ja, da ja, nicht deswegen sage ich ja, man bräuchte irgendeine Art von Stiftung oder sowas oder so ein Aufsichtsrat. Modell wie, man wie muss in der öffentlich-rechtlichen, also, sowas, so eine Art viele gesellschaftliche Gruppen, die da gemeinsam so einen Beirat bilden und dieser Beirat, der finanziert Twitter und kuratiert das irgendwie oder irgend so eine Art Modell. Wie gesagt, wird bestimmt jetzt im Laufe der nächsten Jahre ein Thema werden, was nicht irrelevant wird nicht. So schnell. Ja. Ja. Gut, Steffen, ich würde sagen, jetzt spiele ich mal einen Song. Ja. Und zwar, ich würde gerne einen Song spielen von einer Künstlerin, das ist jetzt nicht ganz aktuell, der Song, aber habe ich so ein bisschen entdeckt. Und zwar ist die Künstlerin King Princess. Mhm. Ich glaube, es ist non-binary, aber bevorzugt trotzdem das weibliche Pronomen. Das eigentliche Pronomen. Das widerspricht sich meiner Meinung nach ein bisschen gerade. Nee, aber wieso? Du kannst ja einfach sagen, ich kann das trotzdem sagen, was du für ein Pronomen. Okay. Du kannst ja aussuchen. Wenn okay. Findest du auch, es gibt so Wörter, die du nicht unsächsisch aussprechen möchtest? Bei mir ist so Idiot. Ich will einfach Idiot. Das ist so. Oder Pronomen ist auch sowas. Pronomen. Ein Wort, was man nicht weiß, wie es eigentlich richtig ausgesprochen wird, dann eigentlich Pronomen. So, den Deckmantel. Pronomen. Dialekt falsch aussprechen. Ja, das ist das weibliche Pronomen. Das, was von der Prinzess bevorzugt. So. Ja. Prinzess ist ja auch schon weiblich. Ja, stimmt. Ja, da hat sie sich da wohl verfahren. Na gut. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir leben so in so, wir leben in so Zeiten, wenn man ja da schon immer nochmal nachgucken möchte, bei so, ja, gerade so, wenn so die Künstlerinnen und Künstler so ein bisschen aber in so LGBTQI-Ecke, da will man, bevor man sich in den Nesseln setzt, Steffen, da gucke ich lieber zu immer nach und guck mal, wie das Pronomen da bevorzugt wird. Und da freue ich mich, wenn ich im Internet was finde, wo klar gesagt wird, sie bevorzugt das weibliche Pronomen, okay. Trotz das ihrer neuen. Nett, ihre Non-Binarität. Das ist noch einfach, aber es ist natürlich wichtig, finde ich, wenn Leuten, wie die das möchten, dass man das auch ernst nimmt. Ja, es wäre natürlich geiler, wenn man sich einfach machen könnte und einfach drauf scheißen. Also, man braucht die Scheiße nicht mit. Da würde man sich gerne so einfach machen. Ist aber nicht so einfach, die Welt leider. Es ist leider kompliziert, Leute. Es ist die zweite Hälfte dieser Sendung ist sehr, sehr verfahren heute gewesen. Und also wirklich gespickt von Nichtwissen und um Kopf und Kragen reden. Ja. Unser Unique Selling Point haben wir heute voll ausgelegt. Absolut. Das ist der USP. Steffen, bleib so wie du bist. Lass dich nicht verändern. Lass die anderen Twitter kaufen. Bleib wie du bist. Wir sind ja möglicherweise irgendwann werden wir als einzig freier Kanal, ne, der quasi keinen. Weißt du, wir hätten uns ja auch, muss man ja mal sagen, ne, wir hätten ja auch in die freie Wirtschaft gehen können. Steffen, vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, wenn es mit der Band nicht mehr so gut läuft. Dass wir dann doch noch zu einem Streaming-Anbieter wechseln. Aber bis dahin kann man ja mal sagen, das ist ja sowas, das ist ja schon etwas, ich möchte jetzt niemanden da irgendwie einen Vorwurf machen, ne, dass er zu dem einen oder anderen Streaming-Anbieter wechselt, aber ich finde das schon etwas, was ich cool finde, dass wir treu geblieben sind. Dass wir in so einer Struktur uns bewegen, die eben. Auch wenn es manchmal ein bisschen nervt und manchmal ein bisschen. Die Mühlen noch ein bisschen anders. Ein bisschen anders mühlen. Aber man hat so eine. Ich finde wirklich, ich habe Grundsympathien dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber. Ja. Aus den Gründen, die wir heute versucht haben, so ein bisschen auszuführen in dieser Sendung, Leute. Und damit würde ich jetzt sagen: King Princess House Burn Down heißt er, glaube ich. Ja, doch. Ich glaube, House Burn Down. Und Steffen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, Felix. Und garantiert unabhängig, Leute. Und wir sind garantiert nicht im Besitz von einem Milliardär. Ist sei denn, der Steffen ja, mal gucken. Gewinnt noch. Steffen, ist sei denn, der Steffen verkauft seine Twitter-Aktien, das ist ganz schnell. Macht's gut, Leute. Ciao.